Herzlich willkommen hier in Thüringen. Wir arbeiten heute fleißig, wie immer. Ich bringe jetzt die Palettenbretter zu den Palettenproduktionen und schaue später mal nach, was wir noch düngen können und eine kleine Mission machen können für Düngemission. Ein bisschen Geld verdienen und dann mal schauen, ob unsere eigenen Felder noch was gedüngt werden müssen. Kann natürlich sein. Na, 60 ist gut. Sehe ich gerade die 5 und mal schauen, noch mal düngen können. Dann fahren wir nicht gleich mit dem eigenen Traktor zur Feld Nummer 5 und düngen dann noch. Aber machst du gerade Schönes? Ja, ich bin immer noch am Mähen. Und dann werde ich schwaden. Ja, und silieren. Ey, so viel Arbeit. Immer fleißig. Ich immer fleißig, du immer Arbeit. Ja. Ich baue noch eine Stumpenfräse. Quatsch, eine Fräse für Hackstütze aufladen. Wird auch langsam voll. Mal schauen, ob ich die Dinger verkauft kriege, gebaut bekomme. Die Produktion für, na sag schon, zum Einschweißen der Balken. Jetzt schaut mal gleich, da das Geld reicht. So, Gebäude, so Sägewerk. Und zwar ganz hinten ist das. Ich brauche nämlich Palettenstelle, Balkenwickler. 180.000. Mann, das ist aber teuer. Ich habe nicht genug Geld. Die Bank sagt auch, nee, mehr gibt nicht. Aber wenn ich mit 47... Ist nicht mehr kreditwürdig, oder wie? Ja, das ist, sieht so aus. Und mal schauen, ob ich noch ein bisschen was kriege. Wird sich nicht ausrechnen, also 100... Na, es fehlen noch 30, 40.000. Ah ja, ich habe verkauft ein paar Paletten und so. Na ja. Wenn die Mission fertig ist, der auf Feld Nummer 47, habe ich das Geld zusammen. Sollte kein Problem sein. Und dann kriege ich für die Balken nicht mehr, als wenn ich nur die Einzel verkaufe. Oder verkauft man die Bretter, mal sehen, was das bringt. 2000 Bretterpalette. Probier mal. Knapp 1000, das ist nicht viel. Dann kriege ich für die gleiche Menge Palette 1003. Gut. Gut zu wissen. Der nimmt aus Paletten. Hat so Palettenwerk. Aber so muss es sein. Man muss ja ein bisschen Anreiz haben, ne? Geschenkt ist ja auch blöd. Ehrlich. Ein bisschen arbeiten muss man sich schon was. Ja. Das wird kein Spaß.
Muss ich mal sagen, Koti, kannst hier fahren. Die Bretter müssen zum Sägewerk. Palettenherstellung. Stadtfahrer hat es ja auch bald geschafft. Die gehen ja alle dann bald in Rente. Also 10 Jahre muss ich auf jeden Fall noch arbeiten. Ich will ja auch noch Geld verdienen bei der Rente, ne? Wenn ich früher aufhöre, krieg ich ja nichts. Wer weiß, was wir noch haben an Abschlägen nachher. Ja, bei mir sind es noch 24 Jahre. Ja. Ist schon eine lange Zeit, kann man so sagen. Ich weiß, Mini ging ja, mein Arbeitskollege, ging ja im Januar, hat er aufgehört. Der hat es im Grunde geschafft. Mit Altersteils halt. Konnte er früher gehen. Die Sorgen hat er jetzt nicht mehr. In Anführungszeichen. Aber vom großen Ganzen können wir uns auch nicht beklagen. Wenn ich daran denke, die Leasing geht alle jetzt nach Hause. Und vor 3 Jahren war ich noch selber einer. Also ich kam zur rechten Zeit. Jo. Ich glaube, das wissen die Lehrlinge auf gleich zu schätzen, die wir bei Pöttinger lernen. Jeps. Jetzt komme ich langsam hinterher und hab die Bretter weg. Schon wieder 5 fertig. Ja, ich brauche so einen kleinen Anhänger mit Auto, wo so 10 raufpassen, dann geht er. Dann fährst du alle am Tag vielleicht 2 Mal weg, dann geht's. Dann, wenn du noch die Verkaufsstation weit weg machst, dann hast du richtig die Arschkarte. Einzige, was gut ist, das Holz hat lange vor. Also du hast viel Vorrat. Blocking, Säge, Dünger, 3%. Ja, jetzt bin ich fertig mit dem Mähen. Mähen bis fertig. Jetzt kommt der Schwader.
80%. Das könnten nochmal gute 40.000 sein. Die wir dann kriegen nachher. Fahrt gleich bei dir der Düngerstreuer, der große, selber zum Nachtanken. Nee, das reicht aus, das Feld. Du brauchst von mir. Achso, du schickst mit Auto drauf hin und dann startest Cosplay, oder wie? Ja, genau. Da passen ja 30.000 Liter rein. Den mache ich einmal voll. Und dann kann ich mehrere Felder mitmachen. Weil der ist ja nämlich im Grunde erweitert worden auf mehr Dünger und größere Arbeitsbreite. Und den kleinen habe ich zurückgeschickt, den wollte ich in Feld 5 machen. Das ist genau das Stichwort, Feld 5. Muss ich ganz kurz mein Düngerstreuer voll machen und dann geht's auf Feld vor. Bei den kleinen Feldern reicht der kleine aus. Einzige, was machen muss, ist im Prinzip, dass du vielleicht Nachschub brauchst. Ne? Da habe ich einen Überladewagen zur Not. Überladewagen kannst du zur Not ja auch für zwei Kammern machen. Ne? Also den kannst du ja immer Saatgut nehmen und für Dünger. Theoretisch kann man's, muss man nicht. Mal sehen, ob er jetzt gut klarkommt mit meinem Kurs, den ich da gemacht habe beim Sägewerk, der jetzt vorbeikommt. Nö, der Traktor steht im Weg. Der Waldra. Oh, so kommt er gut durch. Fast viel geschafft. Fast. Mit einem großen Fahrzeug wird es eng, aber unten mal sehen.
Im Grunde brauche ich ein Lager für Leerpaletten. Weil der Preis schwankt auch. Aktuell ist er am Steigen. Aber die kannst du einfach irgendwo hinstellen, oder? Ja, und den Platz weg und sicherlich auch Ressourcen Vergeudung, kann man sagen. Und dann musst du ja wieder anfassen und wieder hinstellen. Ist ungünstig. Von der Arbeit her. Oder werden nach Gewicht bezahlt, weil sie gerade vom Regen schwer werden. Ist eher unwahrscheinlich, aber man weiß ja nie. Ich brauche nicht mal 80.000. Aber das schaffe ich heute noch. So, liebe Schauer, das soll es denn für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Ja. Hoffe bald, dass wir anarbeiten kriegen. Tschüss.